Moin moin und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video über den Todesritter und zwar, was sich alles in 9.1 geändert hat für dich als DK, sowie welches Legendary jetzt gerade on the top ist zu Beginn und welchem Pakt du beitreten kannst oder solltest oder auch bleiben kannst, das erfährst du nach dem Intro, also los geht's. Sollte sich irgendwas ändern in der Zwischenzeit, okay, ist immer blöd so anzufangen, ne? Nee, aber sollte sich wirklich irgendwas ändern, dann werde ich das in den angepinnten Kommentar reinschreiben, nur dass du da weißt, da kannst du gucken, da sind dann die aktuellsten Sachen mit drin. Falls du einen Kommentar da lässt, falls du irgendwas anders machst oder denkst, dass du es besser machst, einfach immer rein damit. Ich gucke es mir dann an und dann antworte ich natürlich auch darauf. Wenn dir das Video gefällt, einen Daumen nach oben, freue ich mich auch sehr drüber und wir sind eine kleine feine Gemeinschaft, starten mit 9.1 jetzt richtig durch, haben mit 9.0 schon ordentlich was aufgebaut. Auf der Seite der Allianz, Garrosh, Shadrath, Nosdormu, Perenoide und Tel'Drasil sind so die Server, wo wir unterwegs sind. Wir würden uns auf dich freuen, kommst du zu uns, lernst du ganz entspanntes Raiden und Mythic laufen, kennen auch höhere Schlüsselsteine und höhere Raid-Inhalte. Coole Sache, starten wir mal rein, die wartet nämlich schon da. Beim Todesritter in den Patchnotes. Ja, da ist ein bisschen was im Allgemeinen passiert. Das antimagische Feld hat jetzt eine Laufzeit von 8 anstatt von 10 Sekunden. Das Feld verblasst langsam ab einer bestimmten Menge an absorbiertem Schaden. Also man sieht es dann auch, das ist ein bisschen optischer Effekt noch dabei. Der Blut-Todesritter wurde im Allgemeinen gebufft. Von allen Zaubern und Fähigkeiten hat sich erhöht sich der Schaden um 6%. Das ist eigentlich sehr gut, auch gerade als Tank nicht unwichtig. Knorke Sache, das ist so ein Overall-Buff für ein Blut-Decay. Knockig. Beim Unheilig-Todesritter wurde im Grunde genommen eigentlich nur ein Fehler behoben, wodurch die Konvokation der Toten nicht ausgelöst worden ist, wenn ein Ziel durch Aufplatzen von schwerende Wunde getötet worden ist. Beim Frost-Todesritter auch eine kleine Änderung, aber das ist eine Änderung im Detail. Eisketten hat jetzt einen Highlight-Effekt, wenn 20 Stapel von kaltem Herz erreicht werden, falls man das als Talent gewählt hat. Dann kriegt man das nochmal optisch zur Anzeige gebracht. Das ist das, was so beim Todesritter dazu kam oder sich geändert hat. Bei den Todesrittern oder beim Blut-Todesritter ist es im Grunde genommen vollkommen egal, welchen Pakt ihr nehmt. Das kommt immer ganz drauf an, was euch als Spielweise zusagt, wie gut ihr damit spielen könnt und ob ihr, also je nachdem, welchen Pakt ihr schon gewählt habt, mit dem ihr zufrieden seid, seid ihr mit allen Optionen, egal ob ihr Raiden geht oder ob ihr mythische Dungeons spielt mit dem Blut-Todesritter, seid ihr da wirklich sehr, sehr gut bedient und das klappt ganz knorke an der Stelle. Beim Frost-Todesritter gibt es allerdings ein paar Unterschiede und zwar solltet ihr Raiden gehen, dann sind die Kyrianer die bessere Wahl und die Necrolords in mythischen Dungeons. Bei den Kyrianern ist es so, wenn ihr den Auslöschungsbild spielt, also Obliterate, dann seid ihr mit Pelagoster etwas besser begünstigt oder könnt auch ein bisschen mehr Single-Target-Damage rausholen aus der ganzen Geschichte. Deswegen halt die Kyrianer im Raid und die Necrolords passen da ganz gut bei den mythischen Dungeons, weil die Necrolords halt sehr vielseitig sind. Ne? Das ist ein ganz guter Damage, egal ob Single-Target oder AOE und das passt dann auch perfekt auf die Möglichkeit, halt mythische Dungeons zu machen. Bei den Unheilig-Todesrittern ist es ein bisschen anders. Und zwar ist es nämlich so, dass da die Necrolords im Raid besser skalieren und die Ventür im mythischen Dungeon eher zu finden sind oder was wo besser funktionieren würde. Wegen dem Blutnebel, den man um sich hat und Epidemie, die man spammen kann. Daher ist das beim Unholy mit den Ventüren mythischen Dungeons etwas besser. Die Necrolords, da kommt Hyamir zum Tragen, ist extrem stark, macht sehr, sehr viel Single-Target-Damage und das knockt dann da so weg, deswegen als Unholy auch dann im Raid die Necrolords. Es ist jetzt ein bisschen schwierig rauszukristallisieren, was kann man denn nehmen oder was könnte man überall nehmen. Grundsätzlich ist es, wenn ihr jetzt als Ventür unterwegs seid, gerade auch als Bluttodesritter oder falls man dann neu ist, bietet sich diese Fähigkeit auch für die Bluttodesritter an, genauso wie bei den Unholies. Ihr macht dann Single-Target-mäßig ein bisschen weniger Damage, aber könnt halt immer noch AOE-mäßig ordentlich was rausknallen. Letztendlich muss man das, wenn man es overall spielen will, auch für sich selber sehen. Alles klar, ich zum Beispiel bin Ventür, das passt bei mir ganz gut. Und deswegen gehe ich da auch als Ventür unterwegs. Jo.
Wie legendary ist beim Todesritter? Seid ihr Bluttodesritter, bietet sich Supervirus an oder die blutrote Runenwaffe, egal ob ihr Raiden geht oder in mythischen Dungeons unterwegs seid, perfekte Sache. Beim Frosttodesritter ist das allerdings sehr abhängig davon, welche Spezialisierung ihr, also welche Talente ihr verteilt habt. Spielt ihr mehr mit Syndragosa, ist die Wut des eisigen Champions on top, also dann solltet ihr das nehmen. Spielt ihr mit dem Obliterate-Bild? Also Auslöschung auf Deutsch. Dann könnt ihr Koltaras Gunst nehmen oder beißende Kälte in mythischen Dungeons. Seid ihr Syndragosa, wie gesagt, könnt ihr Wut des eisigen Champions ein Legendary für beide Spielweisen, Raid Mythics. Seid ihr Obliterator, ist das ein bisschen schwieriger, da solltet ihr im Raid dann Koltaras Gunst nehmen und beißende Kälte in mythischen Dungeons. Als Unholy ist es so, der Mantel des sicheren Todes ist im Raid ein bisschen besser und das rasende Monstrum in mythischen Dungeons, da knüppelt alles weg, wird direkt weggetötet, platzt auf, macht alles kaputt. Da ist das rasende Monstrum wirklich besser, weil es halt mehr auf AOE getrimmt ist, das Ganze. Supervirus ist auch eins, das ist für Bluttodesritter, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber die blutrote Runenwaffe würde sich da natürlich auch anbieten. Da seid ihr good to go. Je nachdem, welche Spezialisierung ihr beim Todesritter habt, let's knock, einfach alles wegmachen, Ali. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.